Hallo und herzlich willkommen zurück zu, zurück ist gut, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Es ist jetzt ein anderes Minecraft, es ist nicht mehr das 1.14.4, sondern das 1.12.2. Wieder mit der Voxel-Map oben rechts in der Ecke, sieht man. Und dann habe ich was Neues für mich entdeckt, bin ich durch einen anderen YouTuber drauf gestoßen, Minecraft Techtopia. Da kann man im Prinzip seine eigene Stadt, sein eigenes Dorf erbauen. Allerdings arbeiten die Dorfbewohner dann für einen selbst. Man kann Farmer, man kriegt Schmiede, man kriegt Holzfäller, man kriegt alles halt. Dazu müssen wir jetzt aber erstmal eine Town Hall bauen. Also, wo ihr denn dieses Techtopia bekommt, das verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Ganz klar, das sollte definitiv unterstützt werden. Es ist ein riesengroßes Mod-Projekt, allerdings nur für die Minecraft-Version 1.12.2. Geht noch, ich sag mal, noch nicht für die 1.14.4. Kommt vielleicht auch noch, weiß man nicht. Wir werden sehen. So, um dass wir jetzt hier eine Town Hall bauen können, brauchen wir erstmal Holz. Wir bauen erstmal eine ganz einfache Town Hall aus Holz. Wir könnten jetzt natürlich auch Steine gleich abbauen und eine aus Stein bauen. Aber ganz ehrlich, ein Rathaus aus Holz reicht erstmal. Kann man nachher vielleicht bestimmt sicherlich noch vergrößern. Dann kann man das Ganze funktioniert mit so einem Item-Dingern, die man da oben ranpapschen muss. Die kriegt man dann bei seinem Stadtvorsteher bzw. dem Architekten nachher. Ich habe sie mir jetzt aus dem Creative Mode geholt, weil die müsste man sonst aus Smaragden etc. pp. Selbst craften. Warte mal, hier ist ja gerade Stein. Könnten wir eigentlich mal schnell. Ach, das ist Kies. Das ist Kies, oder? Ja, das ist Kies. Verzeiht mir, wenn ich nicht auf der englischen Version, sondern auf der deutschen Version spiele. Kann man ja alles einstellen im Launcher. Ich kann Englisch, aber ich habe keine Lust, mir immer alles so im Kopf zu übersetzen. Achso, und außerdem spielen wir wieder mit Optifine. Das habe ich auch wieder mit drin. So, hier ist doch dann Stein. Das ist Andesit, glaube ich. Ist Andesit Bruchstein. Dann bauen wir doch gleich mal eine aus Stein. Also wir müssen dann quasi Häusele bauen, müssen die per Item Frame und dem entsprechenden Item dann eine Funktion zuweisen. Beispielsweise als Häusele für die Dorfbewohner, als Town Hall, als Taverne. Tavernen gibt es auch, braucht man auch. Kumpels wollen nachher auch ein bisschen Spaß haben, ansonsten arbeiten sie schlecht, sind schlecht motiviert. Also quasi so wie im realen Leben auch. So, wir haben jetzt hier noch eine Steinspitzhacke, die habe ich mir nicht aus dem Creative geholt. Ich habe eine Truhe gefunden, eine Bonustruhe. Und da habe ich die gefunden. So, wir bauen jetzt einfach mal ganz simpel. Wir haben 54 Bruchstein, kommen wir noch nicht allzu weit mit. Also klopfen wir hier noch mehr weg. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein bisschen Eisen finden. Ich habe zwar auch eine Eisenspitzhacke, aber. Oh mein. So, wir haben jetzt ein bisschen was zusammengefunden hier. Unsere Town Hall, die stellen wir einfach mal hier hin, würde ich sagen. Dazu rüsten wir uns das mal aus hier. Ja, erschreckt mich doch nicht so. Oh, ja, machen wir mal so. Nicht ganz so klein, vielleicht. Und die Türe hin.
Da kommt Fenster. So, haben wir das. Und auch noch ein Fenster. Oh, hier auch noch ein Fenster. So, hier auch noch ein Fensterchen. Das Ganze noch ein höher. Ups. Runtergefallen. Ups. So, hier können wir schon einen drüber setzen. Da kommt die Tür dann später rein und jetzt haben wir keinen Stein mehr. Ich hab's geahnt. Den hätten wir da hinten geholt. Ich bin völlig verwirrt hier. Haben wir den hier? Hier. So, Kohle haben wir, Sticks haben wir auch schon ein paar. Ich könnte mal ein paar Fackeln machen hier. Achso, und außerdem haben wir hier noch den Mod Just Enough Items, der uns im Prinzip noch ein paar kleine Rezeptchen anzeigt, dass wir im Vorfeld schon wissen, was wir da so brauchen. So, ich hätte mir das Ganze natürlich, wie gesagt, jetzt auch einfacher machen können und mir den ganzen Krempel aus dem Creative Mode holen können. Aber das will ich ja eben nicht. Kommen hier schon die Zombies. Geh durch. Bitte? Schafe? Was? Wir brauchen Türen, wir brauchen Fenster. Au! Doof oder was? Bist wohl ein bisschen lauwarm. Haben wir unsere Werkbank? Nein, wir haben noch keine Werkbank. Wir brauchen eine Werkbank. Stellen wir mal hier in die Ecke. Und dann bauen wir uns mal eine Tür. Eine Tür. Eichenholztür. Brauchen wir 6-mal. Ist logisch. Quatsch. Was mache ich denn? Weg. So. So, wir haben natürlich noch keinen Sand. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd. Wir machen uns erstmal ein paar Fackeln. Acht Stück reichen erstmal. Noch ein Zombie. Wir machen das mal ganz kurz hier so ein bisschen. Mal kurz ein bisschen wegrennen. Ich war jetzt eine knappe Kiste. Ich
Wir müssen. Oh Gott. So, ich bescheiß mal ganz kurz. Au, au, au. Sorry, ich musste mal ganz kurz eben ein bisschen bescheißen. Nochmal beschissen. So, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Ich brauche Fenster. Und um Fenster zu kriegen, brauchen wir Sand und einen Ofen. Richtig, Sand kriegen wir hier vorne. Schippe hatten wir auch irgendwo. Ein Glück, dass ich nicht wie Frank auf Hardcore spiele. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen... Au! Ja, ich habe gestern eine ganze Weile gebraucht, um hier die 1.12er Version mit Forge gleichzeitig mit der 1.14.4er Version laufen zu lassen. Hat irgendwie alles nicht so ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und als es dann endlich funktioniert hatte, hatte ich heute das Problem, dass meine Tastatur den Geist aufgegeben hat. Einfach mal so. Aus Langeweile oder die Miet wollte mich ärgern oder was, keine Ahnung. Es funktionierten diverse Tasten nicht mehr. Das U ging nicht mehr, das A ging nicht mehr. Und was weiß ich nicht noch alles. Ja, wir rennen hier bis nach sonst wo. Dabei haben wir das hier vor der Tür. Löschen. Ja, den wollen. Brauchen wir nicht. So, wir brauchen einen Ofen. Ofen war, glaube ich, Bruchstein. Okay, genau das. Ich stelle das alles mal in die Town Hall. Kohlen und Sand. So. Ich hoffe, das reicht dann. Jetzt müssen wir... Wo haben wir denn jetzt Akazienholz eigentlich hier? Keine Ahnung. Wir brauchen noch ein bisschen was fürs Dach. Wir brauchen mehr Bretter und das war so. Wird nicht reichen, denke ich mal. So. Falsch. Au. Das habe ich gewusst. Ich glaube halt, die brauchen ein Dach drüber, damit sie erkennen, dass das ein Gebäude sein soll oder so.
Nein. Wir müssen hier noch was drüber setzen, das geht so nicht, glaube ich. Okay, so geht's schon mal nicht. Das mag er nicht. Ich stelle mich aber heute auch wieder doof an. Haben wir Erde? Wir haben Erde. Ich stelle mich schon wieder ein wie der erste Mensch hier heute. Aber das ist ja nichts Neues, ne? Au. So, jetzt setzen wir da einen Erdklotz hinten dran. Dann sollte das eigentlich. Och Mann! Ist jetzt nicht das schönste Haus nachher, aber soll es auch gar nicht. Es soll erstmal bloß die Funktion erfüllen, dass wir hier die ersten Villager herkriegen. Und wenn wir die ersten beiden dann haben, dann kommen auch automatisch wieder neue hinterher. Immer wieder. Die suchen sich dann hier quasi Jobs und so. Bruchstein haben wir auch noch hier. Können wir hier nämlich zumachen. Können wir eigentlich auch gleich richtig machen. Dann brauchen wir uns hier Konstrukte mit den Erdehäufchen nicht so. Nein, das wird so nix. Wo geht's aber? Nein. So. Und wir brauchen wieder neue Stairs. Würde ich sagen, erstmal müssen wir hier gleich noch ein paar Bäume schon wieder hinsetzen. Ein paar Saplings. Haben wir hier bald nichts mehr.
Ich sollte mir vielleicht endlich mal ein Schaf schlachten und ein Bett bauen. Wäre vielleicht keine so verkehrte Idee. Du bist ein Hottehü, du bist kein Schaf. Du bist ein Schaf. Es tut mir schrecklich, sorry. Ein Kürbis. So, und damit wir hier nicht, ne, und so. Wie war denn das? Wir können ja ins Buch gucken, Mensch. Glasscheibe. Ah, so war das. Genau. Damit wir hier nicht wieder überrascht werden. Setzen wir uns das mal da so rein. Jetzt, wir brauchen Holz, haben wir. Dann brauchen wir Wolle, haben wir auch. Und wir haben ein Bett. Da, schau her. So, dann schlafen wir mal kurz eine Runde. Und dann bauen wir weiter an unserer Hütte. Haben wir noch, wir haben Eichenholz viermal. Holz. Wir brauchen Eichenholz. Wir brauchen Eichenholz. Dann können wir endlich unser Dach fertig bauen. Das erste, was wir dann brauchen, ist ein Holzfäller und ein Farmer für Futter und naja, ihr wisst schon. Aber dazu müssen wir ja dann erstmal noch ein Häuschen bauen, wo die dann auch einziehen können und überhaupt und sowieso und. Sechsunddreißig Stück. Mal gucken, ob wir fertig werden. Ich glaube nicht, aber zur Not machen wir es oben so zu. Arsch mich doch schon wieder. Na. Blickrichtung ist so wichtig. So. Damit wäre unsere. Autsch! Jetzt ist Hütte fast fertig. Ich glaube, wir haben schon wieder keinen Stein mehr, ne? Wir sollten dringend noch mal was essen. Ja, ganz, ganz dringend.
Haben wir noch was? Wir haben noch einen Apfel, den wir noch schnabulieren können. Dann können wir den rohen Fisch hier reinhauen. Wir haben schon wieder keine Kohle mehr. Nicht schlimm. Nehmen wir Holz, davon haben wir genug. Wir das da noch reintun? Hat jetzt nicht ganz gereicht. Schade eigentlich. So, wir brauchen wieder Steine. Wie gibt es hier Hintchen? Was? Wir haben keine Spitzhacke mehr. Ist schlecht. Müssen wir uns wieder eine neue machen. Wie haben wir eine Spitze? Gut, mal sehen. Sogar eine eisige Spitzhacke. So, davon brauchen wir sowieso eine ganze Menge hier von dem Stein gelungen. So, das hätten wir. Also auch fertig. Oh, da ist zu. Das können wir auch wegräumen hier. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das Hilfskonstrukt. Den berühmten Minecraft Fahrstuhl, ne? Fußboden muss hier nachher natürlich auch noch vernünftig rein, das können wir so nicht lassen. Aber fürs Erste ist die Hütte fertig. Räumen wir mal raus hier. Mit der Axt vielleicht schneller. Und jetzt müssen wir das Ding da oben ran. Ah, wir brauchen ein Item Frame, ne? Rahmen, Minecraft Frame. Und zwar brauchen wir da Sticks und Leder natürlich. Wo kriegen wir jetzt wieder Leder her? Ah, hier gibt es doch keine Kühe. Okay, damit es hier weitergeht und wir in dieser Folge die Town Hall noch fertig kriegen. Ihr guckt jetzt mal bitte ganz kurz weg. Ich habe nichts gemacht, ich habe mir jetzt eben ganz schnell gekräftet, ihr habt nichts gesehen, ihr wisst nicht und so weiter, ne? Ist klar. Und es leuchtet und hier ist noch keiner. Kommt aber hoffentlich noch. Ja, damit haben wir jetzt quasi die Town Hall gesetzt. Hallo, das ist der Architekt. Bei dem kann man gegen diese Smaragdsteinchens die Items kaufen. Also hier Bier, also Taverne, dann Schule, dann eine Schafsfarm, ein Minenschacht, eine Schweinefarm, ein Haus, also ein Home für zwei Personen. Ein Home für vier Personen, sechs und so weiter und eine Kuhfarm und eine Library und ja und so weiter. Ne? Und das ist der Tradesman. Bei dem kriegt man für die Jungs hier, für die Villager,
die Items, also dass man denen zuweisen kann, was die so sein sollen. Klerus, der Farmer, der Miner und so weiter und so fort. Das kann man bei dem gegen Smaragde kaufen. Und hier ist eine Truhe, da haben wir nämlich schon was drin. Und zwar einmal das Storage-Symbol. Zwei. Also einmal für Home 2, einmal für den Farmer und einmal für... Also, Entschuldigung. Und einmal für den... Kumpel hier, den Förster wollte ich gerade sagen, den Holzfäller. Ist ja fast Förster. Guck mal, da kommen auch schon die ersten arbeitswilligen Arbeitskräfte, denen wir hier Arbeit geben können. Und das machen wir aber jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Solltet ihr Fragen haben, sollte ich irgendwas grob fahrlässig falsch machen, was euch ganz sauer aufstößt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann versuche ich das in Zukunft zu stellen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!